Okay, Mann, ich brauche Giftschaden und muss noch da drüben hin. Wo geht's denn hier noch lang? Noch ein Baum? Ich hab meinen Wirbel wieder. Ich gehe nie wieder ohne meinen Wirbel aus dem Haus. Okay. Ist ja ein großes Gebiet wieder. Aber ein geheimes Gebiet. Ich muss nochmal in den Laden gucken, ob ich alles habe. Ach nee, ich habe hier die goldenen Fäden schon gekauft. Ich kann nach oben. Ich kann nach oben. Lol. Okay. Kiste. Rarität. Dieser Effekt wird durch Anlegen des Jademondkaninchens verstärkt. Ah, das ist das Set. Schadensreduktion und Schadensbonus. Nice. Aber mit 3 Plätzen momentan nichts für mich. Crit-Schaden. Wenn ich dann den Giftstab habe, kann ich ihn noch nutzen. Dann ist Giftresistenz, brauche ich eigentlich nicht. Ich will ja vergiftet werden. Aber ich muss halt sammeln um den Stab. 30.000. Muss ich ordentlich Kohle scheffeln. Bekomme ich also einen kompletten Überblick über das Lager. Und weg. Also ich stacke meine Gegner. Oh, er hat meine. Oh, er hat meine Lähmung wieder ausgetritzt. Schluss, mein Freund. Ah, es war ein blauer. Ich habe die Flammen gar nicht bemerkt. Schlangenkräuterkenner. Vergiftung. Die kontinuierlichen Schaden erhöht den Angriff bei aktiver Vergiftung erheblich. Ah ja, das wollen wir doch haben. Wir wollen doch vergiftet sein, Leute. Wir wollen doch vergiftet sein. Und dann habe ich noch Giftresistenz als Talisman. Okay. Naja, wenig ist das aber nicht. Trotz ihm hier. Der macht doch Giftresistenz. So, von hier war ich ja gekommen. Genau. Oben war ich drauf. Jetzt da noch rein. Und dann muss ich hier noch lang. Noch ein Bäumchen. Das leider abgeholzt wird. Ah, ich glaube, ich habe noch ein paar Punkte, die ich nicht verteilt habe. Ich dusse. Boom. So.
So, lass mal gucken. Ja, 7 habe ich noch, siehste. Da kann ich doch noch. Ich überlege mir, wenn ich den Giftbild mache, um Gegner zu vergiften, Plug of Many zu nutzen. Also hier Fellmagie. Wenn die alle ebenfalls vergiften mit dem Stab, das wäre episch. Wenn die dann alle mehr Schaden machen mit dem Stab, wenn einer vergiftet ist auf dem Boss, dann könnten wir einen OP-Bild bauen. So, ich würde gerne noch ein bisschen andere Haltung haben. Wenn es mal eng wird mit Ausdauer, ist das alles gar nicht so verkehrt. So, hier habe ich Crit und Angriff voll. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ausdauerwiederherstellung, aber für je 2 Punkte ist das ein bisschen krass. Ausdauer, Verteidigung. Nee, da habe ich lieber Varianz im Angriff. So, jetzt habe ich noch 2 Punkte. Das heißt, hier hin. Durchschauen, kraftvoll. Und durch aufgeladenen schweren Stoßangriff nehmen. Richtig. Bam. Und dich wieder. So, endlich wieder 2 Haltungen. Arme Bäumchen. So. Ah, da ist noch ein Schrein. War hier unten jetzt der andere blaue Baumgeist? Ja. Okay. Gehe ich jetzt hier zum Schrein. Lass mich in den Schrein rein. Denn ich will mit dabei sein. Wenn wir Gegner auf die Fresse hauen. Ein Spinnenweber-Outfit auf dem Mantel. Jo. Das merke ich jetzt erstmal von vorn. Spinnenseide. Ja, die Rüstung sieht mega gut aus. Skorpionsprinz oder was? Immer noch? How about a quick death with my stinger, you taut-faced monkey? Komm rein, Junge. Now leave while you can. Ich klau dir alles, was du hast. Quit your dawdling, will you? One scratch on my jaws, just one, and you'll. Stärkungskügelchen der Long Aura. Okay. Stark. Also die Tränke hebst du dir doch für NG Plus auf, oder? Ich guck mich nur um. Mach deine Töpfe kaputt. Ach, ich wusste es doch. You furface. I meant to let you pass. But you chose to ruin my day. Now face your doom. Gib mal den dritten. Panther! Aufgeladener roter Blitz! Ah, Mist. Ich hab das Timing versaut. So, selbst vergiftet. Wieso weicht der? Hä? Da hab ich aber ein schlechtes Timing haben müssen. Ich habe wieder andere Haltung, da muss ich erstmal wieder dran denken. Okay.
Okay, der hat's aber raus hier. Alter Schwede. Man muss ja erstmal wieder aufs Timing. Was machen die Blätter hier? Okay, der Skorpionmann ist ein bisschen hart gerade. Ungewohnte Angriffe. Er hat große Distanz mit seinem Stachel. Und ich würde gern eine neue Waffe haben. Aber. Vielleicht kann ich erstmal sammeln, indem ich hier die letzten Gebiete noch absuche. Und dann den Boss bekämpfen. So, da oben geht's zur Tür. So, rechts müsste der Skorpionmann sein, oder? Ja, da ist er schon. Was hier auch noch was? Okay. Ah, da oben die Brücke, okay. Ist hier irgendwas? Hallo? Ja, leider haben sie fließendes Wasser nicht ganz so gut hinbekommen. Aber hey. Okay, also hier ist nix. So, hier war ich auch noch nicht oben. Meditation. Jo. Also seine Angriffe aber auf jeden Fall Priorität, wenn unsere Kombos aufeinandertreffen. Das kannst du knicken. Warte, er lässt sich einfach. Ich sehe nichts, meine Leute.
Okay. Schade, ey. Da konnte ich meine Super nicht ansetzen. Ah, da kommt dann die hin. Tatsächlich. Bam, da ist er weg. Hab immer wieder gelernt, achte nicht auf die Gesundheit, kämpfe einfach. Was ein Arsch. Durchschauen hat in den Kombos von ihm nicht funktioniert, weil seine Kombos einfach Priorität hatten. Das ist so krass. Verdammt. Jetzt kriege ich goldene Fäden, ey. Erfahrung und Geistessenz? Ja, oder? Logo. Ich will schnell leveln. Zwei Stufen weit vor euch. Nichts. Oh, da ist noch eine Pagode, aber erstmal gehe ich zum Schrein. 10.000 habe ich jetzt. 10.000 Seelen. Das heißt, ich brauche noch 20.000 für den nächsten Stab. Und leider kannst du nicht beide gleichzeitig machen. Aber das ist nicht schlimm. Oh. Oh. Skorpionsrüstung. Wow. Dauer aller Medizineffekte. Quert einnehmen der Medizin. Ne, warte mal, warte mal. Moment, hatte ich dasselbe nicht schon mal mit dem Käfer Fuban? War das nicht dasselbe Prinzip? Beträchtliche Menge Fokus erhöht die Dauer aller medizinischen Effekte beträchtlich. Ah, Insektenrüstung, jetzt habe ich das, den anderen Teil. Ah. Lol, das ist also Teil 4. Ich dachte, das war vorher nur eine Dreier-Kombo oder so. Hier mit dem. Okay, das ist der Skorpionskönig. Da bringen wir uns also das Bruststück. Sieht schon geil aus, ne? Aber erhöht den verursachten Giftschaden ist schon stark. Beträchtlich. Okay. So, wird jetzt wieder Waldgebiet hier draus? Oder soll ich jetzt wieder durch die Natur stampfen? Ah ja, nee, hier war ich ja schon. Und da oben war ich auch schon drauf. Aber hier war ich noch nicht.
Oh. Guck, wärst du schneller die Treppen runtergegangen, wär's vielleicht anders ausgegangen. Ich brauche 30.000 für meinen Giftstab. Ja, das wäre toll. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du wärst tot. Jetzt bist du tot. Oh, vergiftet. Genau das, was ich will, kann ich jetzt immer sagen, weil ich die Giftrüstung trage. Genau wie beabsichtigt. So, ich hoffe, nach dem Typen, der da Violine spielt, ich vermute, es ist ein weiterer... Ach du Scheiße. Geht's ja noch mal richtig in ein Dorf rein. Hallo. Bedienstete und ihre Putzwedel. Okay, Buddy. It's been long since any soul has trodden these hidden bowels. Okay. Hail, young master. Your face is gaunt, complexion sallow. Both remind me of the venom's touch. Has the worm also beset you? An oddity thrives here, the armor worm. Consuming its eggs grants great power. Yet once the larvae hatch, they devour your insides, leaving an undying husk. My fellow disciples, hungry for power, consumed those eggs. And now, most are beyond remedy. Young master, if you will, end their suffering in my stead. They were my fellows. I can't. Their lifeless bodies might still bear eggs unhatched. Bring those eggs to me, and perhaps I can find a cure. Okay. Sollte ich hinbekommen. Da geht's nicht rein, ne? Tada! Ah, sehr gut. Hm? Ah, hab ich dich geweckt? Boah, was das denn? Ah, durch den normalen Backstep beim Aufladen. Das war schon ein cooler Move. So, ich guck mal, ob hier unten... Ah, guck mal, da kann ich nämlich in den Canyon. In den Flusslauf. Und ich muss alles sammeln, was ich kann. Denn ich brauche immer noch verdammte 30.000. Okay. Da ist alles, pass auf. Bevor ich über die Brücke gehe, gehe ich jetzt mal runter. Na, ne, hallo, danke. Einmal heilen, wäre nicht schlecht. Ja, heilen. Einmal. Huh.
Dankeschön. Ach, es sieht so idyllisch aus. Also stehendes Wasser können sie gut. Aber wie gesagt, wenn du da an Wasserfällen stehst oder so, wie das da so mit vollem Gestotter die Gischt von aufgewirbeltem Wasser erzeugen soll, sieht total kacke aus. Oh, wie habe ich meinen Stabwirbel vermisst? Jetzt muss ich mich nur wieder daran erinnern, ihn regelmäßig zu nutzen. Mann, manchmal wünsche ich mir aus Inspirationsgründen einfach nur so viel Geld zu haben, dass ich mir so einen kleinen Bereich an Land kaufen kann. So, dann kann ich jetzt hier lang Richtung Dorf. Nehmen wir noch den ganzen Quatsch mit. Oh ja, das gibt dick Asche. Richtig viel Kohle. Ich könnte schon 12, 13, 14.000 haben. 15. 15.000, die Hälfte habe ich für den Start. Sieben. Ne, da kann ich nicht runter. Hier auch nicht. Bin immer noch vergiftet. Macht nichts. Das ist der Plan. Ne, wie aber auch in jedem Action-RPG irgendwie. Selbst bei Pokémon. Ist irgendwelche mit der Giftorb und den komischen Hunde-Pokémon, was Rasanz bekommt bei Vergiftungen. Das weiß ich noch aus meinen jungen Tagen. McNyan oder wie es hieß. Und doch auch so eine spezielle Fähigkeit haben, was bei Vergiftung extreme doppelte Geschwindigkeit bekommt. Somit garantiert schneller ist als jedes schnellste Pokémon, was du damals haben konntest, glaube ich. Giftorb, Vergiftungsbild. Hallo! Oh. Ach, ihr seid das! Endlich wieder Varianz im Angriff. Mich hat das bei dem Verwandlungsbild so genervt, dass ich im normalen Zustand keine vielseitigen, also vielseitige Kombos, ne? Mit euch schauen schon, aber nicht. Wo will ich denn jetzt hin? Hier hin. Aber keine anderen Kombos nutzen konnte. Ich meine, ich habe jetzt hier immer noch Rückverwandlung. Vielleicht den Angriff noch erhöhen. Nee, nicht vergessen, aufzuleveln. So. Hier habe ich eigentlich erstmal alles voll. Ausweichmanöver, Haltefokus, Motorrad. Funktioniert gerade nicht immer, weil die neue Gegner immer neue Attacken haben und Verzögerungen. Brauche ich das oder die Ausdauer? Nee, brauche ich erstmal nicht. Aufgeladene Angriffe ist schon nicht verkehrt. Gerade beim drauf zusprinten für den Opener. Okay, dann hebe ich dich wahrscheinlich erstmal auf. Permanent Upgrade. Komm. Ne, Rezept. What? Ich heiß nicht. Tja. Verkackt, würde ich sagen. So, zwei Stufen reicht bei euch. Ich kriege ja jedes Mal Leben zurück, wenn ich mit den Chitinstab schwere Attacken mache und Fokusverbrauch. Nee, bitte lass kein Monster sein. Oh, doch, das ist eins. Wow, One-Hit? Das ist ja stark. Ja, jetzt freu dich mal da drauf. Da ist wohl wer geplatzt. Ah.
wieder an Schreien. Diese Hafenmusik hört sich immer so an, als ob jemand in der Ferne, der mich beobachtet, die Harfe spielt. Hab gesagt, Hafenmusik, nicht Harfenmusik. So, was gibt's für neue Medizin? Hier. Stellt Verwendung des Lebens sofort die Vollständigung. Stellt bei Verwendung das Leben sofort vollständig wieder her und entfernt alle. What the f? Goldlotus, seltene. Okay, aber das ist ja mega stark. Vollständiges Leben und alle Statuseffekte entfernen? Buddhist Saron, welcome. Ja, toll. Hast du dich in der Box verglitscht, ne? Hast du jetzt bestimmt dich gefreut. Oh, siehst du, ich kann einen Schrein und verkaufen. Mal gucken, wie viel ich dann bekomme. Vielleicht komme ich schon auf 20.000. Hier nochmal. Einmal noch bitte hier. Oh, konnte ich da drüben noch... Kann ich da drüben drauf? Ich glaube, ich habe vergessen, da hinzugehen. Oh, ich könnte da drüber hinkommen. Okay, da geht's hoch. Ich gehe erstmal hier lang. Das Holz. Steg. Ja, komm ich rüber. Mit Schmackes. Da komme ich doch rüber. Ah ja, ich sollte nicht zwischendurch mehr trinken mit diesem Bild. Ich sollte nur kurz vor einer Begegnung mit dem Gegner trinken, weil ich ja mich vergifte, um Angriff zu stärken. Ja, okay. Muss ich mir merken. Ich will meine 30.000. 17,677. Ich wünsche mir, dass da ein Gegner jetzt immer rauskommt, damit ich meine Geisteressenz zusammenbekomme. Hier bekomme ich nicht mal irgendwas. Hier bekomme ich doch. Ich finde es erstaunlich, dass jede Attacke mich staggert. Also sowas wie Poise oder Gleichgewicht gibt es ja für mich gar nicht. Egal, ob der mich mit Popeln bespuckt oder der Skorpionskönig sein Riesending in mich reinhaut. Also das klingt jetzt ein bisschen schlecht, aber ich dachte mir, ich bringe ihn mal. Ne, alles stickert gleich. 8 Geistessenz. Also die Dinger zu zerstören, bringt überhaupt nichts. Klar sagt man, Kleinvieh macht auch Mist, aber das ist Riesenmist. Okay, okay, okay. Hier rumgucken, nichts verpassen. Sackgasse natürlich. Jetzt wieder ein bisschen Leben. So, jetzt lohnt es sich. Trinken, vergiften und Angriffserhöhung. Endlich mein Stab.
da bin ich jetzt, da hat es aber kurz geleckt, wo ich am Rand gestoppt bin. Da bin ich dann runtergefahren. Das wollte ich nicht. Ist ja gut. Stimmt, der Krähenmann? Hallo? Ist aber ein Kackbrunnen. Oder ich gehe erstmal noch hier hoch. Hier auch noch ein Weg. Ah, hier höre ich doch die Krähen, siehst du. Bossfight. Okay. Sind wir jetzt bei Naruto oder was? Dass er seine Knochen nutzen kann. Okay, machen wir zu den Sack. So, Freunde, tobt euch aus. Da hat er mir noch mal ins Gesicht getreten. Oh, zweite Phase. Berserker. Griffith kommt. Sharingan, Tsukiyomi. Bring it! Okay, kriegst du den morgen an, ja? Thank you.
Okay, das war zu weit weg. Habe ich kapiert. Ach, Gott. What? Oh, der hat mir noch getroffen, die Sau. Okay. Ja, er macht immer wieder seinen Kacknebel. Oh, zu der Biss. Thank you.
Come on, es muss ja jetzt klappen. All these years apart, and they've marred you like this. Ach, sie ist die Schlange. I journeyed from Mount Lee to delve into the mysteries of this valley. I didn't mean to hold this back from you. It was because I had to. I stayed my hand for my ties to his mother. That's why I called upon you. How did you get this? I thought it was with the hundred-eyed Gwai. This may well be the design of destiny itself. I shall help you and restore its power. Consider this as my token of gratitude.
few strings dangling from the sky. No one knows whether they lead to weal or woe. Why does everyone?